Okay, und jetzt sind wir nach der Entführung hier. Oh Gott. Hallo? Tisch, Entschuldigung. Krass. Okay. Aber ich dachte, die wollten... Oh Gott. Hilfe, ich stehe auf dem Stuhl. Ich dachte, die wollten den Vater erwischen und nicht nur die Tochter. Warte, nein. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Where were you? What happened? Are you okay? Where's Grace? Where were you? At work, you know that. Where's Grace? You weren't at work. I called you at work. I called you on your mobile. I even called Rose. Nobody answered. Lenore, where is she? Where's Grace? Lenore! She's gone, Robert! She's gone! Arschloch. Ich habe ihn ja schon als Arzt nicht gemocht. I'll find her. I promise. You did this, didn't you? What? How could you even say that? Your obsessions, Robert. With work, with your technology, with Rose. It's all led us here. With Rose? Lenore, I have don't. No... Just... Don't. Hello? Sorry to call you here, Rob. You weren't answering your mobile. I can't talk right now. I'll speak to you later. Is everything okay? She's gone. Who's gone? Lenore? I have to go. Wer ist weg? Lenore? Ist sie weg? Endlich? Oh. Sie tut, als ob sie keine Ahnung von irgendwas hätte. Bitch. I understand now. That girl, Grace. That was the girl from the explosion. The girl with the bomb was Grace Ramsey. Yes, Mr. Black. The girl you failed to save. You knew. You put me through all of this to find information that you could have just told me. Or was that not part of my fucking treatment? What the fuck? Ich bin fast schon wieder froh, hier zu sein. No, Mr. Black, I couldn't tell you. I needed you to remember. I needed you to understand who she was. I needed you to say her name. I'm sorry. Sorry, Mr. Black. For Grace, she was taken. Was? Ich hab gar nichts gedrückt. Kidnapped. Held to ransom for Ramsey's memory tech. Your memory tech. It's you, isn't it? Mm. You're Robert Ramsey. Yes. I'm Robert Ramsey. And Grace, my Grace, was abducted for a ransom demand I never received. Oh, I don't know what to say, Robert. I'm just so... Save your pity. Save your emotions. I do not need them. All I need to know is who Rose and Jasper were working for. Who was behind it, Mr. Black? I don't know. But isn't it obvious? If I had to make a guess... Then you would be making assumptions. We deal with facts here, Mr. Black. Hard evidence, empirical data. I have my suspicions, yes, but we have come too far to throw it all away on guesswork. We must continue with your treatment. Treatment? There never was any treatment, though, was there? I'm not here through choice, am I? Although your memory is damaged, I see your intuition is not. No, Mr. Black, this is not a hospital, but a prison. And unless you proceed, you will find me to be a less than hospitable warden. I am your lock. I am your key. I can be your enemy or I can be your salvation, but I will have my answers. Now, proceed. Vorhin hab ich doch gesagt, Robert ist der Boss, aber Robert ist ja Robert Ramsey. Oh Gott. Ich bin nur noch verwirrt. Zu viele Namen. Aber... Hätte er mich nicht einfach fragen können, ob ich ihm helfe? Ich hätte es doch getan. Ich bin doch ein Ehrenmann.
Was hatte Jasper Prado in dem Gebäude nur ein paar Tage vor Grays Entführung zu suchen? Und warum hat jemand gemeldet, dass eine Gruppe bewaffneter Söldner ein Gebiet in der Nähe für Schießübungen genutzt hat? War das eine Art Versteck? Am Ende kommt raus, dass Rose es alleine war. Damit seine Frau ihn verlässt, weil sowas zerstört ihn. Where the fuck are you, Jasper? Eric just called and says he hasn't heard from you since yesterday. If I find out you're on another bender the day before the job, so help me God. Do you have any idea how important tomorrow is? I need you on your A-game, Jasper. Oder so if Eric tells me they found you sucking on a hash pipe again, I will chop your balls off with a pair of rusty fucking hedge clippers. Call me. Nette Frau, sehr sympathisch, sehr ausgeglichen. Von Needle in the Hay. Unspiced stuff for all. Was ich brauche. Du willst also 295 Euro, das haben wir doch schon mal gehabt. Wieso merke ich mir sowas? Und das? Verkacksbus, ne, jetzt mir, wenn du mir da angeben möchte, keine Vorfälle mehr. Ah, okay, wir sind bereit. Verkack's bloß nicht. Für wen hältst du mich? Für einen nihilistischen Psycho, der angeben möchte? Dein Ernst? Ich bin ein Profi und ich und meine Jungs waren, aber das hatten wir doch auch, da habe ich gesagt, du und, also meine Jungs und ich. Gut, ja. Es ist schon ein bisschen her für mich. Ach, hier waren wir, ne? Jetzt macht das auch alles Sinn, was hier liegt. Der große Tag. Okay. Seinem Haus, Ramsays Haus. Okay. Es macht jetzt echt alles Sinn. Das ist gut. Aber kriege ich mein Handy bitte wieder? Danke. Rose war ihr Insider in FDG. Sie ist der Schlüssel zu allem. All dem. Entschuldigung. Boah, dieser Irrgarten hier. Nein, gut. Stimmt, da wollte einer mit mir eine Party feiern, ne? Party. Was ist. Oh. Was macht hier eine kleine Fliege? Boah, ist die nervig. Gerade noch nicht offen. Ich komme da nicht dran. Schade. Ich mag die ganzen Zettel tatsächlich, weil ich weiß nicht, ob das... Also eigentlich, ich glaube, als Let's Play ist das ein bisschen anstrengend, aber wenn man selbst spielt, kann man halt so viel raten und rätseln und verwirrt sein und das macht echt Spaß. Irgendwas ist hier falsch. Also ja, es fällt mir früh auf. Okay. Ich habe es mir vorhin nicht eingebildet, dass die Tür zu war. Ja. Tschüss. Ich gehe nochmal da rein. Ich glaube aber, wenn ich irgendwie... Also in die erste Erinnerung würde ich gerne nochmal gehen. Nicht die erste Erinnerung, sondern da, wo wir Grace retten hätten sollen. Da würde ich gerne nochmal hingehen. Seeking more answers, Mr. Black. Ja. Very good. Danke. Remember, you can relive a memory by using the photo underneath each evidence board to collect anything you may have missed. Ja, danke. Also vielleicht, also wenn wir da nichts noch nichts mehr finden, dann möchte ich eins noch finden auf jeden Fall. Und hier will ich halt nochmal hin, weil ich zu wenig da gefunden habe. Aber sonst, ich meine, 92%, solange ich irgendwie, und da sind wir ja gerade, solange ich 90% habe, bin ich eigentlich zufrieden. 89. Da muss ich noch gucken, ob ich es mache. Weil ich wüsste nicht, wo. Sonst müsste ich mir Menschen töten, glaube ich. Puh. Menschen töten lohnt sich, wie ich gemerkt habe. Okay. Na toll. Und das ist das nächste Foto. Monatliche Technik-News, Ausgabe 25. FDG setzt sich an die Spitze. Nicht einmal 2 Monate ist es her, dass wir über die Pläne von Advanced Defense Strategy berichteten. Eine kreative,
die Welt zum Positiven verändernde Kraft zu werden. So zumindest CEO Roger Howard. Mittlerweile hat jedoch die Future Defense Group, der Rivale von ADS, zum ersten Mal in der Geschichte einen Großteil des europäischen Waffenmarktes für sich gewinnen können. 1996, vom jungen Unternehmer John Latham gegründet, begann die Future Defense Group als Entwickler, Hersteller und Vertreiber von elektrischen Waffen und Rauchgranaten. 5 Jahre später erweiterte das Unternehmen sein Portfolio um die Herstellung von Pistolen und wurde schnell zu einem der größten Rüstungsunternehmen des Landes. Okay, FDG, das war doch auch mit Robert Ramsey, da hat er doch mitgearbeitet. Das war doch die mit der Hypnose, ne? Von Robert an Scott Hopkins. Betrefft Praktikum, Priorität hoch. Scott, ich weiß, du bist nicht wirklich an ihr interessiert, aber ich denke, dass wir Rose Atkins einstellen sollten. Ich weiß, dass sie etwas anstrengend ist, aber sie ist hochintelligent und ihre Empfehlungsschreiben sind wirklich beeindruckend. Wirf noch einmal einen Blick auf ihren Lebenslauf für mich, okay? Ich würde sie gerne einstellen, aber nur, wenn ich dich auf meiner Seite habe. Mit besten Grüßen, Robert. Arschloch. Rose Atkins, Laborassistentin, Future Defense Group, Wissenschafts- und Technologieabteilung. Hier unten, danke. Joel. Hey, hast du heute Rose gesehen? Clementine. Nein, wieso? Du hättest sehen sollen, was sie anhat, beziehungsweise nicht anhat. Ist sie etwa nackt? Nein, sie hat eigentlich nur ihre Bluse aufgeknöpft, aber mit dem Blick will sie garantiert jemanden as soon as possible vögeln. Nichts Neues, die findet noch einen Weg, uns alle über den Tisch zu ziehen. Auf meiner Liste der größten Bösewichte ist sie auf Platz 2, knapp hinter Tulu. Ich kann das nicht aussprechen. Was machst du eigentlich heute Abend? Emma und ich gehen in diesen neuen Club, Lacuna. Den kenne ich, der ist klasse. DJ Rackel hat da letzten Freitag aufgelegt. Kommst du also auch? Absolut. Der will sie flachlegen. Ich weiß das. Ich sehe das. Greg, ich weiß, dass du das warst. Rose, was war ich? Ich bin am Arsch. Sogar der Chef denkt, ich bin irgendein Perverser. Erstens, ich habe nichts getan. Zweitens, jeder hier weiß, dass sie ein kleiner Perversling sind. Das ist nichts Neues. Damit kommst du mir nicht davon, du blöde Schlampe. Für sie immer noch Fräulein Schlamp. Okay, das hat Stil. Wenn sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, ich habe viel zu tun. Manche von uns haben schließlich noch ihren Job. Oh, Bitch. Okay. Von Madeleine an Scott. E-Mail von Atkins, Priorität hoch. Herr Hopkins, wie gewünscht sende ich Ihnen eine Kopie der E-Mail von Rose zu. Um es kurz zu machen, sie scheint eine Gehaltserhöhung zu verlangen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie dermaßen unersetzbar ist, wie sie vorgibt zu sein, aber vielleicht liegt das auch nur an mir. Mit besten Grüßen, Madeleine. Von Rose an Madeleine, Antrag, Priorität sehr hoch. Liebe Madeleine, mit diesem Schreiben bitte ich Sie offiziell meine Stellenbezeichnung zu etwas an, um als Laborassistentin aufzuwerten. Mein Mitwirken an Dr. Ramseys Pandora Servant Souvent waren wesentlich und er teilte mir bereits mehrmals mit, dass er nicht wisse, was er ohne mich tun würde. In den letzten Wochen habe ich bis zu 16 Stunden am Tag gearbeitet, um Dr. Ramsey bei der Bereinigung von Programmfehlern und dem allgemeinen Verständnis der Technik zu unterstützen. Um diese Zeit aufzubringen, musste ich mich in anderen Lebensbereichen erheblich einschränken. Ich würde mich niemals beschweren, denn ich liebe meine Arbeit durch und durch. Allerdings denke ich, ist es an der Zeit, dass FDG meine Bemühungen anerkennt. Falls nötig, würde ich mich darüber freuen, die Angelegenheit mit Herrn Hopkins persönlich zu besprechen. Mit freundlichen Grüßen, Rose Atkins. Ist eine Frau, die eindeutig weiß, was sie will? April 2014 bis 31. März 2015. Neue FDG-Projekte. Statistiken, Namen der Angestellten, Projekt, Arbeitsstunden am Projekt, Gesamtstunden. Erstens Craig Aslan. Keen Eye Laser Visier. 1560 Stunden. F10 Augmented Reality Helm System 520 Stunden. Gesamt 2080 Arbeitsstunden im Jahr. Ist das normal? Ist das wenig? Rose Atkins. F10 Augmented Reality Helm System. 1940 Stunden. Hat mehr daran gearbeitet als der Craig. Gedankenvisualisierungsheadset, 980 Stunden. Die hat viel mehr dran gearbeitet. Ich dachte gerade, das Keen Eye Laser Visier wäre das F10-Dingsbums. Gesamt 2900 Arbeitsstunden im Jahr. Logan Cole, Corner Gun, dritte Generation, 520 Stunden. Gesamt 520 Arbeitsstunden im Jahr. George Foster, Keen Eye Laser Visier, 400 Stunden. Corner Gun, dritte Generation, 640 Stunden. Gesamt 1040 Arbeitsstunden im Jahr. Ich würde das jetzt gerne ausrechnen, aber. Das dauert zu lang. Von Secure an Roses are red. Entschuldigung. Bin froh, dass du bei uns bist, Atkins. Ich weiß, dass es keine leichte Entscheidung war. Achte einfach auf die allgemeine Stimmung und lass Jay nichts Dummes anstellen. Vergiss nicht, was ich dir über ihn erzählt habe.
Okay, Robert war aber der Chef von beiden, okay. Also Ramsay. 14.06.2015. Rose are red needle in the hay. In the hay. Kein Betreff. Da fällt mir ein, wir müssen Black besser im Auge behalten. Er ist der Typ Mann, vor dem man schlecht etwas geheim halten kann. Ich glaube kaum, dass er von unserem Vorhaben begeistert ist. Seien Sie vorsichtig. Und vergessen Sie nicht, ich gehe mit Ihnen ein großes Risiko ein, Jasper. Enttäuschen Sie mich nicht, wenn alles über die Bühne geht, gebe ich die erste Runde aus. Was haben wir jetzt damit zu tun? Bitte? Name des Angestellten Rose Atkins, geboren 11. Januar 1984. Adresse des Angestellten, ja bla bla, Ausbildung Sunnerfeld University Master of Science an der Fakultät für Informatik, Ingenieurswesen und Umweltbebauung. Karriere in FDG, Februar bis Oktober 2008. Praktikum in der Wissenschafts- und Technologieabteilung, November 2008 bis heute. Arbeitete als Laborassistentin von Robert Ramsay an den folgenden FDG-Projekten. F10, Augmented Reality Helm System, Corner Gun Waffensystem, Gedankenvisualisierungsheadset noch in der Entwicklung. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Okay. Okay. What do I need to do this time? Search the memory for Rose Atkins. Find out who her employer was. Find out why she would turn on me after I gave her everything. Okay. And then we will find out your involvement, Mr. Black. We still need to know why you were there. Ich finde mich hübsch. Ja, ich bin gut aussehender Mann, ja? Ach nur, hier sind doch schon wieder irgendwelche Leute. Ich will nicht. Okay, erstmal da rein und die Waffe holen. Kann der nicht mal irgendwas friedfertig lösen? Warum hat er so viele Feinde, der Mann? I appreciate how seriously you're taking our investigation, Mr. Black. Good work. Danke. Meeting with Rose, okay. Fehlt hier eine. Es verwundert mich, dass das hier in der Mitte ist und nicht irgendwo am Rand. Das irritiert mich ein bisschen. Es flimmert. Okay. Das wird anstrengend. Das wird sehr anstrengend. Where is this? I don't know this place. Ah, yes. Holmwood Cemetery. I'm afraid I do. And if the Pandora has brought you here, then you do too. And how do you know this place? It's next to the company building. It allowed Rose and I to have a certain privacy. Looks Rose. Like we met here too. So where is she? Rose. Black, wenn Sie reden wollen, treffen Sie mich auf dem Friedhof von Holmwood am Stadtrand. Rose. Ich mein Handy. Okay. Ich traue mich nicht, das Licht anzumachen, weil dann sehe ich ja nicht, dass da... Oh, das ist eine Handtasche. DNA and fingerprints confirmed. Rose Atkins. Rose? Black, listen. I know you're angry, but the wheels are in motion, and there's nothing either of us can do to stop them. I can't have anyone standing in my way. Especially not you. I'm starting to remember. I was looking for Grace. I think Rose had her. I was trying to stop her. I didn't want it to be this way. But you're now a liability. Security! Make it painless. Goodbye, Black. I'm sorry. Mich schubsen sie nicht mehr rum. Es reicht jetzt.